Militärisch konnten zwei Lehren aus dem Konflikt mit den Magyaren gezogen werden. Gute Befestigungen schützen vor Reiterkriegern, weshalb nun ein massiver Burgenbau einsetzte. Außerdem musste mehr Gehorsam bei den Truppen einkehren. Einzelkämpfer missdeuteten nämlich die Scheinrückzüge der Ungarn und gingen ihnen so in die Falle. 932 stellte König Heinrich I. die Tributzahlungen ein. Ein Jahr später erschienen die Ungarn bei Merseburg. Als die Magyaren dem gut ausgerüsteten und disziplinierten Heer Heinrichs gegenüberstanden, kehrten sie um. Das war die Wende, danach erreichten die Ungarn nichts mehr. 937 starb Herzog Arnulf I. von Bayern, womit sie keinen Verbündeten im Reich mehr hatten. Der neue König Otto verjagte Arnulfs Sohn und stellte Berthold, den jüngeren Bruder Arnulfs und Herzog in Karantanien, an die Spitze Bayerns. Dieser schlug 943 die Magyaren bei Wels. 947 machte Otto seinem jüngeren Bruder Heinrich zum bayerischen Herzog. Dieser stoppte 948 die Ungarn bereits an der Grenze. 3 Jahre später stieß er ins ungarische Gebiet vor. Als Italien in das Einflussgebiet Ottos I. kam, versiegten auch von dort die Tributzahlungen. In der Folge zerstritten sich die Magyaren. Als es 955 in Bayern zu einem Aufstand gegen Otto kam, fielen die Ungarn dort ein. Augsburg wurde belagert. Als das Reichsheer eintraf, kam es zu einer neuen Schlacht auf dem Lechfeld. Die Magyaren erlitten eine vernichtende Niederlage. 3 Heerführer wurden gefangen genommen und hingerichtet. Damit war die Ungarngefahr im Reich gebannt.